Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update meiner Kampffischbabys. Ihr seht, es ist gerade ein bisschen duster bei mir. Es ist auch gerade abends. Ich habe eben nochmal eine Schreibtischlampe aufgestellt, dass ich euch noch ein Update geben kann. Ihr seht, da ist ein bisschen was am Rumfliegen. Ich habe gerade die Pflanzen ein bisschen zur Seite gemacht und da wirbelt es immer alles auf. Naja, ich wollte euch gerade ein Update geben von dem Fancywurf vom 8.8. Und zwar hat sich da jetzt zur letzten Woche auch wieder ein bisschen was getan. Ihr seht, die Fische werden immer größer. Ich halte mal meinen Finger dagegen. Die sind jetzt circa 3 bis 4 cm groß. Wir haben hier zwei helle und einen blauen. Blau-rot würde ich das mal sehen, sagen. Und hier war auch noch ein rotes Exemplar drin, der kleinste. Na, Amano Garnelen ist hier auch drin, kleine. Und den Babys geht es richtig gut. Wieder erwarten ist auch die Pflanze richtig gut gewachsen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, ich habe gerade auch noch ein bisschen Futter reingeworfen. Und zwar wollte ich das ja euch auch mal zeigen. Und zwar gebe ich Mikrowürmer. Das ist das, was da zappelt. Sieht man in den anderen Video besser. Und zwar zeige ich das euch jetzt nochmal im Hellen. Nehme ich da einen normalen Pinsel und ziehe so das ab. Wenn ich irgendwas falsch mache, berichtigt mich, mir hat das jemand so gezeigt. Ah, dann habe ich ein paar Würmchen dann hier dran. Und die gebe ich dann einfach so ins Wasser. Keine Angst, ich mache regelmäßig Wasserwechsel. Es ist nur immer die Artemia-Eier, die dann leider immer noch so rumfliegen. Genau, und die Kleinen, die mögen die extrem gerne und schnabulieren die richtig gut. Wie gesagt, es gibt auch noch Artemia. Jetzt fange ich auch schon an, mit Dr. Basler zu füttern und mit Mückenlarven und mit großen Artemia. Ja, einer von beiden war ja ein bisschen dunkel. Der ist jetzt komplett weiß und ihr seht da so ein bisschen blau schimmern. Und ihr seht, dass sie sich echt schön entwickelt haben. Die Körper sind sehr gut geformt, sind sehr gut im Futter, so wie sich das jemand wünscht, der Kampffische züchtet. Man sieht alles, sie fressen richtig, die Kiemen gehen gut und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, zeigt sich ja gleich noch der andere. Aber jetzt seht ihr, die fressen das fleißig. Ich suche den roten. Naja, hier ist auf jeden Fall der blau-rote. Die dunklen Tiere haben immer leichten Stressstreifenansatz, das ist ganz normal. Ja, da ist noch ein heller, also drei helle Tiere, die wahrscheinlich marbeln. Und da ist noch ein blauer versteckt. Einer der kleinsten. Genau. Ich suche gerade den blauen, deswegen bin ich so ein bisschen still. Das ist wahrscheinlich hinter dem Filter. Naja. Dann halt beim nächsten Mal. Den habe ich auch gerade gesehen, deswegen. Die werden übrigens demnächst in das 60 Liter umziehen, weil wenn ich das so zeige, komplett sind die ja schon relativ groß. Also sind circa 6 Tiere jetzt. Ich weiß nicht, ob sich da immer mal wieder einer versteckt vor mir. Das ist immer schwierig zu sehen. Da müsste ich dann nochmal kompletten Wasserwechsel machen. Aber ich habe bisher nur Teilwasserwechsel gemacht, deswegen ist da auch immer noch was drin, habe ich vorhin gemacht. Und man wirbelt was auf und die Hälfte landet dann irgendwann wieder auf dem Boden. Naja, ihr kennt das ja. Es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nur ein bisschen Flaum.
Das ist der Nachteil an so einem Clean Becken ohne Bodengrund, dass dieser Flaum sich nicht absetzt in den Kies. Da ist der rote, ich sehe ihn, aber ihr seht ihn nicht, weil er da getarnt ist im Flaum. Kommt der vor? Ist er ein bisschen leise? Ihr seht ja hier das Essen. Ja. Das ist der einzigste rote. Und ich hoffe, dass er nicht marbelt. Ich hoffe es. Aber ich glaube, er wird es tun. Dann sieht man auch mal den großen Unterschied und dass da schon ein bisschen gekampelt wird. Aber er ist echt schön. Es ist ein bisschen hell. Ich denke, dass er noch einen dunklen Körper bekommt. Das könnte natürlich auch darauf deuten, dass es ein Marbeltier wird. Naja. Aber auf jeden Fall schaue ich immer, ob alle auch gut fressen. Wenn dann ein Tier dabei ist, was einen dünnen Bauch hat und nichts isst, dann bin ich immer gleich alarmiert. Aber zu dem letzten Update ist der Wurf ja richtig gut gewachsen. Und ich glaube, mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss!